Hallo und willkommen zu unserem neuen Video. Jetzt haben wir euch ja letztes Mal die Powder-Ski vorgestellt, die wir fahren und eben auch die wir empfehlen würden. Und jetzt dachte ich, zeige ich euch diesmal mal noch meinen Ski, mit dem ich im Moment tatsächlich unterwegs bin. Das ist eben dieser K2 Misbehaved. Der hat vorne 132, in der Mitte 102 und unten 127 mm. Und jetzt komm mal her mit der Kamera bitte. Dann seht ihr den auch ein bisschen näher, weil ich habe euch ja schon erklärt, dass wir mit so einer Aufstiegsturnbindung fahren. Und da fahren wir eben in unserem Fall die Marker Duke. Das ist jetzt sogar schon ein neueres Modell. Den Ski habe ich letztes Jahr übrigens gebraucht, über eBay Kleinanzeigen gefunden. 200 Euro mit der Bindung, leider geil. Und ja, jetzt ist er gerade frisch gewachsen. Abziehen tue ich ihn nicht, deswegen schaut er so aus. Aber ich wollte euch eigentlich vor allem die Bindung zeigen. Und zwar ist das so unser Top-Favorit. Die lässt sich super leicht einsteigen, auch wenn recht viel Schnee liegt. Und die ist ja einfach so zum Aufmachen. Und hier hinten habt ihr dann die Einstellvariante, eben flach gehen oder leicht erhöht gehen, wenn es schon ein bisschen steiler ist. Oder auch extrem erhöht gehen, wenn es richtig steil rauf geht. Und das ist echt so unsere Top-Bindung. Die lieben wir, fahren wir mittlerweile überall, wo es geht und auch schon seit Jahren, die hält alles aus. Ist natürlich ein bisschen schwerer, das ist schon klar, aber dafür nicht zu zerstören und auf jeden Fall auch leicht einzusteigen in den Powder. Ich habe einen Ski mit der Marke Tour, kann ich euch jetzt auch gleich nochmal zeigen und das ist leider echt enttäuschend, weil wenn da ein bisschen mehr Schnee liegt, kommt man voll schwer rein und die ist zwar leichter, aber das ist für mich nicht wert, also würde ich mir nicht wieder kaufen. Warte, den hole ich jetzt auch mal schnell. Dann sind wir weg auch mal noch. Das ist jetzt mein anderer Powder-Ski. Der hat eben die Markatur drauf, deshalb kommt der leider gar nicht so oft zum Einsatz. Ansonsten fände ich den vom Design ja hammermäßig. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den findet. Ich habe den überall damals versucht zu kriegen. Und dann plötzlich gab es ein Outlet beim Konrad. Mega. Auf jeden Fall hat der aber die Marker Tour drauf und die ist einfach nicht ganz so stabil. Also die hält es auch aus, aber lässt sich lang nicht so gut einsteigen im Powder und das ist echt ärgerlich. Ihr seht halt, das ist alles ein bisschen filigraner, ein bisschen kleiner gehalten wie bei der Duke. Funktionieren tut es im Prinzip aber gleich. Also auch wieder so nach hinten schieben und da habt ihr auch diese zwei Aufstiegshöhen. Das ist alles gleich. Nur hat das den Nachteil, wenn hier ein bisschen Schnee drin liegt, dann geht dieser Hebel teilweise nicht ganz runter und dann ist mir schon passiert, dass ich beim Aufsteigen plötzlich nach vorne gerutscht bin. Das ist total bescheuert. Also voll ärgerlich ist mir bei der Duke niemals passiert. Und auch zum Einsteigen, eben sobald da ein bisschen mehr Schnee liegt, kommt man hier kaum mehr rein, muss man das alles ausputzen. Ist auch super ärgerlich. Wartet mal. Hier seht ihr jetzt mal die beiden Bindungen im direkten Vergleich nebeneinander. Und ich meine, klar, die wiegt wirklich einiges weniger, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, definitiv nur noch diese Bindung oder eben die Baron, das ist im Prinzip die gleiche. Also die reicht auch vollkommen aus, aber keine Tour mehr. Genau, das wollte ich euch noch erzählen. Ich bin 1,75 groß und fahre diese Powder-Ski eben in 1,79. Und ich habe für jeden Powder-Ski auch tatsächlich Felle, deswegen ja auch die Aufstiegsbindung, weil gerade wenn der Geist Schnee liegt, dann laufen oft nicht alle Lifte und dann ist es immer gut, wenn man ein bisschen dazusteigen kann. Und deswegen, wenn ihr auf der Suche nach irgendwie neuen Skien seid, dann kauft die definitiv mit Aufstiegsbindung und mit Fellen. Das lohnt sich meistens, wenn Schnee liegt. Und wir haben öfters Leute dabei, die sich dann ärgern, dass sie zu den geilsten Sachen eben nicht mit können, weil sie genau sowas nicht haben. Also nur so unser Tipp, wenn Ski fürs Powdern, dann Aufstiegsbindung und Felle mit dazu nehmen. Genau, das soll es erstmal gewesen sein. Ich glaube, ihr habt ein bisschen einen Einblick erhalten. Jetzt dann lieber auf die Ski und raus. Schön aufpassen allerdings, die Lawinengefahr ist immer noch hoch. Da erkundigt euch aber am besten direkt bei dem Skigebiet, wo ihr hin wollt, was da möglich ist. Oder nehmt euch eben einen Guide, dann seid ihr auf jeden Fall auch sicherer, als wie eben, wenn man einfach nur rausfährt. Genau, das nur mal noch so nebenbei, damit wir nicht wieder zerrissen werden.
Genau, soll es noch Fragen zu den Schienen geben, dann gerne ab in die Kommentare damit. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß, ride on. Und wir freuen uns natürlich weiterhin über einen Daumen nach oben, über einen Kommentar und über ein Abonnement, würden wir uns auch super freuen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!